In langen Klippenreihen blieb eine Schlucht, und in der Schlucht sind Schaum und gelber Sand. Jenseits viele rote Dächer um ein Werft geschart. Dann ein verwittert Kirchlein, höher zieht eine lange Straße sich hinan zur einzigen Mühle hochgetürmtem Bau. Und fern dahinter eine graue Düne mit Hünengräbern. Und ein Haselholz, im Herbst von Kindern gern geplündert, grünt in einer becherförmigen Schlucht der Düne. Vor 100 Jahren spielten hier am Strand drei Kinder dreier Häuser. Annie Lee, das schmuckste kleine Mädchen in dem Dorf. Und Philipp, des Müllers einzig Kind. Und Enoch Aden, braun Seemannssohn. Verwaist durch einen Winterschiffbruch. Spielten unterm Gerümpel und Gerät des Ufers, gewundenem Tauwerk, schwarzen Fischernetzen, geteerten Booten, Ankern braun von Rost und bauten Schlösser sich von lockerm Sand, die bald die Flut entführte, oder folgten der Brandungswelle nach und flohen vor ihr und prägten täglich in den weichen Sand die kleine Fußspur täglich fortgespült. In einer engen Höhlung unterm Dach der Klippe spielten Haushalt oft die Kinder. Den Tag war Enoch diesen Philipp Herr und Annie stets die Hausfrau. Doch zuweilen wollt Enoch Herr für eine Woche sein. Dies ist mein Haus, dies meine kleine Frau. Auch meine, sagte Philipp, eins ums andere. Wenn sie sich zankten, siegte Enoch meist, weil er der Stärkere war. Dann füllten sich die blauen Augen Philipps mit den Tränen hilflosen Zorns und bebend rief er aus, Enoch, ich hasse dich! Dann weinte ängstlich mit die kleine Frau und bat sie, ihretwegen nicht zu streiten. Sie wollte gerne ja beider kleine Frau sein. Als der Kindheit Rosendämmerung schwand und als der Lebenssonne Glut durchflammte der beiden Herz, entbrannte beider Seele für dies eine Mädchen. Enoch sprach sein Lieben aus, doch Philipp liebte stumm. Und freundlicher schien Annie gegen Philipp, allein sie liebte Enoch, ob sie's auch nicht wusste und geleugnet haben würde, wenn man sie drum befragte. Enoch hielt vor Augen einen Vorsatz immerfort, zu sparen, was er irgend sparen konnte, ein eigenes Boot zu kaufen und für Annie ein Hüttchen zu erbauen. Und also kam's, dass glücklicher und kühner endlich und bedächtiger in Gefahr, kein Fischer lebte am meergepeitschten Strande stundenweit als Enoch. Und eh er 21 Lenze zählte, kauft er sein eigenes Boot und baut ein Hüttchen, ein niedlich Nest für Annie, halb hinan das Gässchen, das empor zur Mühle klomm.
An einem herbstlich goldenen Abend war's. Da machte Feiertag das junge Volk und ging mit Säcken, Körben groß und klein ins Holz zum Nüssepflücken. Philipp folgte, krank war sein Vater und bedurfte sein ein Stündchen später. Doch als er den Hügel erstieg, just wo des Haselholzes Saum zur Schlucht hinab sich neigt, sah er das Paar. Enoch und Annie sitzen Hand in Hand. Sein graues Aug und wetterbraunes Antlitz von einer heiligen Glut verklärt, die still wie Altarkerzen brannte. Philipp blickt hin und las sein Urteil klar in ihren Mienen. Als sie sich aneinander schmiegten, stöhnt er und schlich hinweg und wie ein wundes Reh kroch er hinunter in die waldige Schlucht. Dort hat indes die anderen fröhlich scherzten, er seine dunkle Stunde ungesehen. Dann stand er auf und kehrte heim und trug der lebenslangen Sehnsucht weh. Tief im Herzen.